Oh Mann, es ist soweit. Ey, jetzt entscheidet sich alles. Der alles entscheidende Moment. Was geht ab, Leute? Pau hier. Ich habe euch ja letztens erzählt, dass ich meine Drohne im Baum gelandet habe. Das war total cool. Einfach so rückwärts rein, in den Baum rein, auf den Boden gekracht. Gimbal kaputt, Propeller gebrochen. Aufregende Zeit. Richtig, richtig toll. Oh Mann, das war ein bisschen ärgerlich. Und naja, was passiert ist, ist passiert, habe ich ja gesagt. Und so war es dann auch. Aber ich habe euch erzählt, dass ich das Teil zu DJI schicken wollte. Ja, die Betonung liegt auf wollte. Am nächsten Tag war Sonntag und dann habe ich das Ganze auch schnell gemacht, weil ich wollte die Drohne schnell wieder haben, damit ich diese ganzen coolen Shots machen kann. Und habe dann auf der DJI-Website geschaut und alles eingegeben, war dann auch fertig, musste dann so einen Zettel ausdrucken, aufs Paket kleben und dann losschicken. Das hatte ich alles eigentlich soweit gemacht, nur war Sonntag und ich konnte das Teil noch nicht sofort losschicken. Das war sehr gut, denn im Laufe des Tages hatte ich dann noch Zeit, einfach zu recherchieren und zu schauen, das kann doch nicht sein, dass ich die erste Person bin, der sowas passiert ist. Und dementsprechend dachte ich mir dann, hey, ich recherchiere einfach mal. Vielleicht kann ich das Ding ja selbst fixen. Und so habe ich angefangen, auf YouTube zu schauen, auf Google zu schauen. Und schnell wurde mir klar, hey, das ist ja gar nicht so, ja, das scheint ja nicht so schwer zu sein. Und wenn ich verglichen habe mit der Kosten von DJI irgendwie mindestens 400 Euro oder so, die ich da gezahlt hätte, dadurch, dass es ein komplett Knockout war. Also ich habe dann recherchiert und geschaut, was könnte kaputt sein. Und schnell hat sich herausgestellt, das Videokabel, also dass dieses 4K-Bild aufnimmt, dann das Gimbal-Kabel, dass das Gimbal steuert und dass es gerade bleibt, war kaputt. Und die Gimbal-Halterung, alles demoliert. Und das wäre echt teuer gewesen, hätte ich das zu DJI geschickt. Und ich dachte mir, bevor ich das zu DJI schicke und die den ganzen Spaß haben und diese aufregende Geschichte für sich haben, dachte ich mir, hey, ich probiere es einfach selbst. Ich probiere es selbst und... Das war eine großartige Entscheidung, denn die Story, ich habe zu DJI geschickt, habe meine Drohne wieder, ist ziemlich langweilig, aber ich habe eine viel, viel bessere Story. Also, ich habe dann recherchiert und schnell rausgefunden, okay, das scheint nicht so schwer zu sein. Bin dann auf Amazon gegangen und habe dann dort geschaut, was brauche ich jetzt alles, um das zu reparieren, und habe dann das Zeug zusammengesucht, irgendwelche Tools, die man braucht, dann das Kabel, dann diese Halterung, dann das andere Kabel und so viel Zeugs, ja. Im Endeffekt bin ich dann ungefähr auf 60 oder 70 Euro gekommen, was eigentlich ganz gut war im Vergleich zu den 400 Euro, die mir DJI dann wahrscheinlich hier auf die Rechnung geschrieben hat, hätte. Und das war eigentlich ganz cool. Und das habe ich dann gemacht, es habe bestellt und zwei Tage später war das Zeug dann da. Es war da und ich dachte, yes, ich kann meine Drohne reparieren und wir werden gleich wieder rausgehen und geile Videos machen. Ja, das dachte ich. Ich habe dann angefangen, also schon mal vorab, erwartet jetzt kein, wie repariere ich meine Drohne selbst Video, weil das ist kein Vorzeigebeispiel. Genau, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, das Ding dann, ja, alles auf den Tisch gelegt, mache mir, okay, let's go, die Schrauben vorbereitet, das Ding dann angeschaut, also nochmal recherchiert, wie mache ich das, wie baue ich das Ding auseinander, und es schien wirklich einfach zu sein. Habe dann angefangen, das Ding auseinander zu schrauben, es lief alles wirklich gut, total easy, ich dachte mir, boah, krass, das kann doch nicht so einfach sein. Geschraubt, geschraubt, hier was auseinander, dann das Gimbal raus, dann hier dieses Kabel raus, dann hier das raus, und es lief wirklich alles fantastisch, und ich kam dann sogar bis an den Punkt, dass ich das Gimbal dann in der Hand hatte und dort dann angefangen habe, am Gimbal diese Schrauben loszulockern, um das neue Kabel zu verlegen, beziehungsweise um beide neuen Kabel zu verlegen. Und Kabel Nummer 1 war eigentlich kein Problem, das Gimbal-Kabel, und dann musste ich noch das Videokabel verlegen. Gut, ich habe dann weitergeschraubt, bin dann bis an die Kamera rangekommen und dann, ja, ist ein kleines Problem. Ich habe dann an der Kamera gibt es eine Halterung, also die Verbindung von Gimbal und Kamera, gibt es zwei Schrauben. Die eine Schraube ging eigentlich ohne Probleme raus. Die andere Schraube dachte ich auch im ersten Moment, Schraub. Und dann bin ich so, okay, nice. Und irgendwann dachte ich mir, das kann doch nicht so lange dauern. Schau dann genauer hin und mir ist aufgefallen, dass diese Schraube komplett hin war. Da gab es keinen Grip mehr. Da gab es, also es war ein Kreuzschlitz. Am Ende war es einfach ein Rundschlitz, so gefühlt. Und das Ärgerliche war, dass das Kernstück, diese Kamera, und mit einer Schraube, mit zwei Schrauben bedient ist, beziehungsweise zugeschraubt ist, ja. Und eine habe ich rausbekommen und die andere konnte ich nicht rausmachen. Und wenn ich das nicht rausmachen kann,
ist das Ding kaputt. Dann hätte ich das Videokabel nicht austauschen können. Und so war das dann. Also es war einfach weg. Ich dachte mir dann so erstmal so, oh mein Gott, erstmal alles entspannt. Nimmst mal einen anderen Schraubenzieher, nimmst mal das, probier mal dies, probier mal das. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich glaube, wir haben ein Problem. Und so war ich dann erstmal leicht entsetzt und verärgert und dachte mir nur so, Pa, was hast du mir getan? Du wirst nie wieder eine Drohne fliegen. Deine Mama ist kaputt. Immer. Oh, was ist, wenn Mama das rausfindet? Keine Ahnung, was meine Mutter damit zu tun hatte, aber auf jeden Fall war ich richtig verärgert und richtig sauer auf mich, dass ich das so krass, oh mein Gott. Weil jetzt waren es nicht nur 400 Euro Rechnung von DJI, nein, es wäre eine ganze neue Drohne gewesen, die ich hätte kaufen müssen. Aber ihr kennt mich, ich gebe nicht so schnell auf. Nein, 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 das ist nicht mein Ding. Also bin ich in den Baumarkt gefahren, aber zu diesem Zeitpunkt war ich so aufgeregt und so sauer, dass ich nicht mal ans Filmen gedacht habe. Nein, okay, schnell in den Baumarkt und einfach finden, was ich brauche. Irgendwie hab dann die Kamera mitgenommen, den Typen im Baumarkt gezeigt und gesagt, bitte, bitte helfen Sie mir. Haben Sie irgendwas, mit dem ich dieses Ding aufkriege? Diese Schraube? Sie würden mir das Leben retten. Okay, vielleicht nicht, vielleicht das Leben. Aber Sie würden mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Und er hat dann angefangen, irgendwelche Tools rauszuholen, irgendwas rumzuschrauben, auch mit so einem Kreuzschlitz, irgendwelche. Dachte erstmal, ich habe keine Ahnung, habe den falschen Schraubenzieher genommen oder so. Aber nein, er konnte mir auch nicht helfen. Und dann meinte er im Baumarkt, Entschuldigung, aber das ist ein bisschen zu fein für uns. Ich kann Ihnen nicht helfen. Aber, schauen Sie doch mal zu einem Uhrenmacher. Die haben so feine Werkzeuge und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Ihnen helfen könnte. Und so dachte ich mir, okay, es ist schon jetzt 20 Uhr, dann gehe ich nach Hause. Genau, gehe ich nach Hause, chill erstmal und schau mal, dass ich das morgen mache. Ich war richtig sauer, traurig, enttäuscht und einfach, oh Mann, ich habe mich richtig aufgeregt. Und so hatte ich nicht irgendwie so den Drang, am nächsten Tag irgendwie einen Uhrenmacher zu finden. Ich dachte mir schon, okay, weißt du was, whatever. Und wie es halt so ist, so am Anfang, wenn irgendwas Blödes passiert, ist man erstmal sauer, ja? Man ist erstmal sauer. Und denkt sich so, okay, alles ist kacke, alles ist schlecht, alles ist dies und das. Aber nach 2 Tagen hat man sich dann beruhigt, die ganze Lage ist entspannt und man kann wieder wie ein Mensch denken. Ich dachte mir, okay, weißt du was, schau jetzt doch mal zu diesem Uhrenmacher. Vielleicht kann er dir tatsächlich helfen. Und so habe ich dann einen Uhrenmacher gesucht, bin dann da hingegangen und war voller Hoffnung. Dachte mir, okay, der kann mir helfen, der hat auf jeden Fall die Tools. Weißt du, so eine kleine Schraube, Uhrenmacher, ja, ja, das ist das Wort. Gibst ihm dann und der sagt dann einfach nur, Herr Kondochi, es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Okay, er hat nicht Herr Kondochi gesagt, aber er hat auf jeden Fall gesagt, ich kann Ihnen leider nicht helfen. Das funktioniert einfach nicht. Da ist nichts mehr, das geht nicht mehr. Aber, wisst Sie was? Vielleicht könnte Ihnen ein Goldschmied helfen. Ja, er könnte mich retten, helfen. Und so dachte ich mir, okay, ja, vielleicht, ja. Ich wurde noch nicht weitergeschickt. Ist ja nicht so, dass das der zweite Spot war oder so. Nein, nein. Und dann wieder so, okay, ja, jetzt wo ich sowieso dabei bin und schon unterwegs, weißt du was, dann schaue ich halt nach dem Goldschmied. Wahrscheinlich wird es nichts werden oder vielleicht doch. Hab dann relativ schnell aber einen Goldschmied gefunden, hab dann gegoogelt, Google Maps, gleich um die Ecke war einer und dachte mir, ja, dann laufe ich halt dahin, vielleicht habe ich ja irgendwie Erfolg. Geh dann dahin, in den Laden rein und der Goldschmied schaut sich das Ganze dann an und ich sehr zuversichtlich. Also er hat sich wirklich das Zeit genommen für mich einfach. Ich dachte mir, hey, wow, bitte, ich will hier keine Umstände machen. Aber er meinte, na, bitte warten Sie mal, lassen Sie mich erstmal hier anschauen. Meinte er, sind Sie noch länger in der Stadt, in der Gegend mit Ihrem Board da? Ich hatte mein Longboard dabei oder, ich bin hier auf jeden Fall noch, ich habe einen Termin und ja, dann meinte sie, wissen Sie was, ich kann Ihnen nichts versprechen, aber vielleicht hätte ich eine Lösung. Gehen Sie doch mal, das wird ein bisschen länger dauern. Ich so, wow, krass, okay, hab gar nichts erwartet, ja. Bin dann gegangen und war da bei meinem Meeting und 2 Stunden später komme ich dann wieder in diesen Laden rein und denke mir so, okay, ja, ich frage mal nach, wahrscheinlich. Und dann komme ich rein und der grinst mich einfach nur an und sagt, nickt den Kopf so und sagt, ja. Ich hab's geschafft. Und ich so, oh mein Gott, ich habe nicht damit gerechnet. Ich wollte nicht aufgeben, aber ich habe nicht damit gerechnet. Und ja, und oh, dieser Mann,
Ich kann es nicht glauben, aber dieser nette Herr hier hat es wirklich geschafft, die Schraube hier rauszuholen. Ich kann es nicht glauben. Ich habe es schon aufgegeben gehabt und ich bin jetzt unheimlich dankbar, dass sie mir geholfen haben. Vielen, vielen Dank. Also das hat mir echt das Leben gerettet. Leute, wir sind gerettet. Vielleicht kriegen wir die Mavic doch noch in die Luft. Genau, auf jeden Fall. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Man darf nicht aufgeben. Man klappt alles immer. Und genau, jetzt werden wir noch schauen, ob ich das Ding wieder zu Hause zusammenkriege. Vielen Dank nochmal. Ich hätte ihm die Füße küssen können. Ich habe mich so, so gefreut. Ich konnte es nicht glauben. Er hat sogar einen Schlitz in diese Schraube gemacht, dass ich die Schraube wiederverwenden konnte. Weil, keine Ahnung, wo ich so eine Schraube herkriege. Das Ding ist wirklich mini, mini, mini. Und abgefahren. Ich konnte es echt nicht glauben. Irgendwie hat er es geschafft, diese Schraube rauszuholen. Diese, keine Ahnung, 1000-Euro-Schraube, nennen wir sie einfach mal. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann heimgefahren, habe das Ganze dann nochmal gemacht. Diesmal habe ich das Ganze dann nicht gefilmt, weil ich glaube, dass es beim ersten Mal auch ein bisschen daran gelegen haben könnte, dass ich ein bisschen abgelenkt war. Dachte mir, okay, ich muss dieses coole Video machen, damit ihr dann vielleicht auch, falls euch sowas passiert, das selbst reparieren konntet. Und ich habe mir die ganze hier Video passt, okay, das und irgendwie, ja. Auf jeden Fall habe ich es dann beim zweiten Mal einfach in Ruhe gemacht, alles ganz entspannt auseinandergenommen, wieder zusammengeschraubt und dann war es wieder zusammen. Videokabel ausgetauscht, Gimbalkabel ausgetauscht und die Halterung war auch da. Alles super. Also, hier ist das Teil irgendwo, wo? Hier. Hier ist das gute Stück. Und ich muss euch sagen, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe es noch nicht getestet, weil es war dann einfach spät Nacht und das Wetter war nicht gut die letzten Tage. Und jetzt heißt es, zusammen rausgehen und rausfinden, ob es funktioniert. Echt, ich meine ganz ehrlich, die Story für sich, ja, angenommen, ich hätte zu DJI geschickt und sie hat mir das repariert, wie gesagt, und alles wäre gut gelaufen. Das wäre irgendwie langweilig gewesen. Ich glaube, diese Story, ey, die ist so viel aufregender und so viel nicer. Deswegen, egal was jetzt rauskommt, egal ob sie funktioniert oder nicht, ich weiß nicht, das war es mir schon wert. Also, einfach, ey, das ist einfach ein Beweis, dass wenn du immer weitermachst und nie aufgibst, irgendwie gibt es für alles eine Lösung. Und dann ist auch deine Drohne wieder heil. Also, Gimbal hier ist dran, ne? Sieht gut aus, so wie es aussehen soll, wenn ich mal fokussiere. Ja, alles wunderbar. Und jetzt ist erstmal der richtige Test angesagt. Also, let's go. Nach draußen. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg in den Englischen Garten. Ich denke, das ist eine gute Location, vor allem weil es jetzt Frühling wird und die Bäume nicht mehr so hässlich ausschauen. Und genau. Mal schauen, ich hoffe, da sind nicht zu viele Leute, weil gutes Wetter heißt immer voller englischer Garten. Aber ich finde bestimmt eine Ecke, wo es still ist. Lass erst mal suchen. So, jetzt habe ich einen schönen Ort gefunden. Gar nicht mal so einfach. Sobald es nur ein bisschen gutes Wetter im englischen Garten ist, ist alles voll. Jetzt habe ich aber hier eine gute Ecke gefunden. Hier ist niemand. Das heißt, ganz entspannt das Ding starten und checken. Weil normalerweise, sobald das Ding angeht, ist es echt laut. Kommen die Leute und schauen da nur. Naja, auf jeden Fall. Wollen wir das Ganze jetzt auschecken? Wollen wir sie mal auspacken aus der Tasche? Hoffen, dass uns niemand sieht. Oh mein Gott, jetzt sollte ich hier nicht so rumwackeln, sonst geht das Teil wieder kaputt. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Es ist soweit. Der große Test. Ich sage euch, ich habe echt ein paar Tage gewartet. Das ist wirklich der erste Moment. Und wir werden es gemeinsam erleben, ob das ein Erfolg war oder doch ein Flop. Aber wie dem auch sei, es war bisher auf jeden Fall nice. Fernbedienung ist auch am Start, sogar mit 100% Akku. Das ist ja ein gutes Ding. Okay, dann wollen wir mal das Ganze hier starten. Mavic an. Sie geht an. Das ist ja schon mal was. Schaut euch das verdammt an. Könnt ihr es sehen? Es leuchtet. Gutes Zeichen. Oh Mann, es ist soweit.
Ey, jetzt entscheidet sich alles. Der alles entscheidende Moment. Oh, ich kann es gar nicht aufwarten. Also, hier steht ready to go. Das kann man wahrscheinlich nicht lesen. Kann man das lesen? So, hier. Ready to go. Wir sind ready to go. Dann wollen wir das Ganze mal angehen. DJI App starten. Yes, allow access. Go fly. Und haben wir ein Bild? Haben wir ein Bild? Es ist krass hell, aber letztes war es komplett schwarz. Deswegen ist es ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen. Machen wir ISO 100. Huhu, wir haben ein Bild. Wir haben ein Bild. Man kann. Seht ihr das? Seht ihr das? Kann man das sehen? Das war letztens richtig schwarz. Alright. Es sieht gut aus. Alright. Der Moment. Es geht los. Wir können sehen. Wir haben ein Bild. Und die. Das Gimbal? Das Gimbal bewegt sich auch! Ja! Es hat geklappt! Alright, jetzt wollen wir aber mal hoch. Das ist kein fancy Video. Wir wollen einfach nur sehen, ob das Ding wieder geht. Also, ich sollte nicht so nah dran, sonst spitze ich mir gleich das Auge auf. Ab geht die Post nach oben. Let's go! Oh, das war nach vorne. Ich hab's schon vergessen, wie es funktioniert. Nach oben! Jetzt aber! Let's go! Das Ding ist da oben, Kann man sehen, man kann es nicht sehen. Egal, schaut euch das so an. Wir haben ein Bild. Und jetzt geht's los. Schaut euch das an. Oh mein Gott, man kann wieder die Stadt sehen. Jetzt wollen wir nach oben hier. Oh, schaut euch die grünen Blätter an! Geil! Und all das selbst ohne DJI geschafft. Das sieht einfach nur geil aus. Bisschen nachfokussieren hier. Awesome! Einmal drehen komplett und wieder zurück. Schaut euch bitte den englischen Garten an. Das ist doch, Alter. Oh Mann, das sind ungefähr die vielleicht langweiligsten Shots, die ich gemacht habe. Wobei, die sind echt nice. Ich glaube, so gute Shots habe ich noch nicht gemacht, weil es ja Herbst war. Aber es funktioniert einfach. Es funktioniert! Wow! Okay, jetzt sollte ich mich auf die Bohne konzentrieren, nicht, dass das wieder abstürzt. So praktisch. Ich wüsste zwar, wie man es fixt, aber nee, muss nicht sein. Es gibt wirklich Besseres. Schaut euch das bitte an. Oh, das ist doch herrlich. Herrlich. Obergeil. Alright. Und jetzt holen wir uns mal wieder nach Hause. Da gibt es einen Button für, der heißt Go Home. Den drücke ich einmal. Und dann kommt der automatisch nach Hause. Hört euch das an. Okay, normalerweise sagt er Go Home. Jetzt hat er es nicht gesagt. Irgendwie langweilig. Aber ich hole das Ding nach Hause. Es wird automatisch da lassen, wo es gestartet ist. Richtig verrückte Technik. Es kommt! Oh, man kann sie gar nicht sehen. Und wir haben ein Bild. Nice. Und jetzt wollen wir sie doch landen. Oh, das ist zu nah. Yes!
gegessen. Wir haben es geschafft, das Ding. Es fliegt wieder. Wir haben ein Bild. Das Gimbal funktioniert. Yes! 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 Wir haben uns. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich kann es ja nicht glauben, wie happy ich gerade bin. Oh. Ey, das macht die ganze Geschichte perfekt. Oh, nice. Richtig, richtig nice. Ich bin so stoked. Oh Mann, das war jetzt nicht wirklich aufregend, der Flug. Mich freut es einfach nur, dass es funktioniert hat. Oh, good stuff, good stuff, good stuff. Jetzt wird es auch wieder schöner im Englischen Garten, in München, überall. Es wird richtig nice. Wir haben die Drohne wieder am Start. Sie ist wieder am Leben. Wir machen weiterhin coole Drohnenvideos. Das hat sich jetzt nicht so cool angehört, wie ich wollte. Naja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, die Story hat euch auch gefallen. Wenn es getan hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal für weitere coole Tutorials, Vlogs, Videos, nice Sachen, Drohnenvideos vor allem. Denn unsere Mavic lebt wieder hier. Yes. Okay, jetzt haben wir genug. Es reicht. Ich muss echt in die Stabi und jetzt ein bisschen lernen. Ich habe den ganzen Tag was anderes machen sollen. Auf jeden Fall. Nicht vergessen, stay awesome und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Tschüss.